Der 24. Februar 2022 ist ein Tag, den wir sicher nie wieder vergessen werden. Es ist der Tag, an dem die europäische Friedensordnung, wie wir sie kennen, in Frage gestellt wurde, an dem Russland den Krieg gegen die Ukraine eröffnete. Mehr als 6 Millionen Menschen sind seitdem geflohen, viele von ihnen nach Deutschland. Allein die Stadt Hof zählt mittlerweile fast 800 Geflüchtete, darunter 127 Kinder und Jugendliche. 14 von ihnen besuchen inzwischen das Jean-Paul-Gymnasium. Mit 2 von ihnen haben wir gesprochen. Ich heiße Dimitri, ich bin 14 Jahre alt. Ich heiße Vitali, ich bin 13 Jahre alt. Die beiden kommen aus Dnipro. Dimitri kann sich noch gut daran erinnern, wie er vom Ausbruch des Krieges erfahren hat. Als ich in die Schule kam, hat der Lehrer uns erzählt, dass der Krieg ausgebrochen ist. Vitali hingegen hat es erst später erfahren, als er von der Schule nach Hause kam und ihm seine Mutter davon erzählt hat. Ich habe noch am selben Tag meinen Rucksack genommen und die nötigsten Dinge eingepackt. Nach 3 Tagen sind wir dann losgefahren nach Polen und dann weiter nach Deutschland. Und wir, das heißt in diesem Fall nur die Mutter und die Kinder. Alle ukrainischen Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen bleiben, um das Land zu verteidigen. Für Vitali war das nicht leicht. Ich habe mir Sorgen um meinen Papa gemacht, meine Tiere und meine Verwandten. Ich habe mir vor allem Sorgen um meine Tiere gemacht. Meine 2 Eidechsen brauchen nämlich besondere Pflege. Und ich mache mir auch Sorgen um die vielen Menschen, die an der Grenze leben und darum, dass die Bomben unsere Technik zerstören. Auch Dimitri hatte Angst. Meine größte Sorge galt meiner Familie und meinen Verwandten, denn es waren zu dem Zeitpunkt schon viele Kinder in der Ukraine, die ohne ihre Eltern leben mussten. Ich mache mir wirklich Sorgen über unser zukünftiges Leben. Und dieses spielt sich derzeit in Deutschland ab. Doch wie haben Sie die ersten Tage in diesem für Sie fremden Land erlebt? Vitali berichtet von Angst und Panik. Dimitri kann sich nur noch verschwommen an die erste Zeit erinnern. Ich habe alles wie im Nebel erlebt. In den ersten Tagen haben wir bei Bekannten gelebt. Danach kamen wir in eine deutsche Familie. Und dort fühlt sich Dimitri sichtlich wohl. Mir gefällt hier, dass die Leute ruhig sind, keine Sorgen haben. Vitali wiederum schwärmt von der deutschen Sauberkeit. Die deutsche Ordnung eben. In Deutschland gibt es Regeln und Gesetze, an die sich jeder hält. Auch seine neue Schule gefällt ihm. Mir gefällt das Lernen hier, weil die Lehrer sehr nett sind und der Direktor uns Ukrainern immer hilft. Dimitri sieht das ähnlich. Alle sind eigentlich wahnsinnig lieb zu uns Ukrainern und sie begegnen uns mit Respekt. Aber neben der Schule gibt es natürlich auch noch freie Zeit. Ich möchte abschalten und versuchen, den Krieg daheim auszublenden. Ich gehe viel raus, spazieren, auf den Spielplatz. Sagt Dimitri. Er und Vitali haben außerdem eine neue Leidenschaft gefunden. Beim TSV Hof besuchen sie 2-mal in der Woche kostenlos das Basketballtraining. Und welche Wünsche haben die beiden für die Zukunft? Wir wollen vor allem Frieden in der Ukraine und am Jean-Paul-Gymnasium einen Abschluss machen. So fleißig wie Dimitri und Vitali lernen, ist Letzteres sicher möglich. Dazu trägt maßgeblich auch das freundliche Miteinander der Schulfamilie des JPG bei. Hoffen wir, dass dieses Miteinander, das im Kleinen möglich ist, auch im Großen möglich wird und alle Staaten Europas zusammenhalten, um das zu erreichen, wonach alle Menschen streben. Mir. Frieden.